Der frühere Europameister Marco van Basten ist nach 2 Jahren von seinem Posten als technischer Direktor im Weltverband FIFA zurückgetreten. Wie der Verband in einer Mitteilung erklärte, habe der frühere Starstürmer seine Entscheidung mit dem Wunsch begründet, mehr Zeit mit seiner Familie in den Niederlanden verbringen zu wollen. Er lebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ich habe viel dabei gelernt, das Spiel von der anderen Seite aus zu beeinflussen, wird van Basten zitiert. Die Weltmeisterschaft in Russland mit der Einführung des Videobeweises war ein Meilenstein. Van Basten war seit 2016 bei der FIFA aktiv. Van Basten, 53, hatte den Posten im September 2016 übernommen. Während seiner Tätigkeit hatte die FIFA diverse Revolutionen im Fußball ins Gespräch gebracht. Unter anderem stand im Raum, das Elfmeterschießen durch Shootouts zu ersetzen, die an das Penaltyschießen im Hockey erinnern. Auch war angedacht, Zeitstrafen einzuführen. Beides wurde bislang nicht umgesetzt, mehr rund um die FIFA.